Sind wir da wieder beim Land lebt auf, beim Herrn Andreas Bärfler. Der hat jetzt schon vor ein paar Monaten das Gerät gekriegt. Und wie bist du zufrieden? Ist ein super Gerät. Also wir haben es, oder ich habe es gekauft eigentlich für die Waschanlage, weil da so eben wirklich ein hartnäckiger Schmutz drinnen ist, wie man sieht. Also das geht oft wirklich schwer weg. Und zuerst einmal ein Kaltwassergerät gehabt, das ist ganz, ganz blöd weggegangen. Da hat man aber nur mit Chemie arbeiten können. Jetzt mit dem Heißwassergerät, da fährt man über den Dreck drüber, wir können es dann eh probieren. Also da ist mit der Schmutzfräsen, ist also wirklich der graue Schleier von den Fliesen herunter. Ich habe es natürlich oft privat auch im Gebrauch, jetzt für Traktor und für Radlader. Und da ist natürlich ganz, ganz toll, da geht das wirklich alles runter. Also die Verschmutzung wie Mist im landwirtschaftlichen Bereich und auch Ähre, wenn du jetzt Erdenfirst oder so, also das war wirklich eine Reinigungskraft. Und mit den Literanzahl, was der ausgesprüht vorne, ist das wirklich ein Wahnsinnsgerät. Das ist eigentlich eins für die Gräserin, was wir haben, und für die Landwirtschaft und fürs Gewerbliche natürlich eine ganz, ganz eine tolle Sache. Und so vom Bedienen her da ganz einfach, nicht? Ich kann das Gerät da ausschalten, einschalten, habe ich Kaltwasser. Und wenn ich da oben schalte, habe ich heiß. Die Temperatur kann ich eben da regeln. Von 0 bis 120 Grad. Da habe ich auch Reinigungsmittel, wo ich dosieren kann von 0 bis 5%. Trage ich da dazu. Und den Reinigungsmitteltank hat man eben da hinten dabei. Da Chemie, da wird eingefüllt. So, tut man dazu rein. Und vorne eben kann man es so dazu dosieren, wie man es braucht. Da drüben füllt man den Diesel ein. Mit Diesel wird der Karz, das heißt, dass ich dass das Heißwasser habe. So. Da vorne haben wir noch einen Tank drinnen für Entkalkungsmittel. Das ist wichtig, dass man rein tut, wenn man kalkhaltiges Wasser hat, damit die Heizschlangen und die Sachen innen drin nicht verkalkt werden. Das füllt man da ein und das dosiert einfach ganz normal dazu. Dann haben wir da wieder zwei Lanzen dabei. Einmal die normale Flachdüsen, was wir haben. Da kann ich da wieder regeln. Im Druck mehr oder weniger. Das probieren wir nachher aus. Da das bewährte Stecksystem. Ich brauche nichts mehr schrauben. Das ist ganz was Gutes. Das Gewind hat immer so, ist immer gesteckt, tue ich wieder auf und das haltet schon wieder. Da habe ich einen Dreckfresser, die Rotordüsen, auch wieder das gleiche zum Aufituren. Und die funktioniert so, da ist da eine Keramikkugel drinnen. Und durch das, dass da das Wasser rauskommt, dreht sich da und dann wird das auch ein roter Strahl erzeugt. Und darum gehen die Sachen besser weg. Ist aber nicht geeignet, wenn ich jetzt auf Lack oder sonst was fahre. Wenn irgendwas wieder weggehen muss, beim Traktor oder beim Anhänger oder da irgendwo, kann nichts passieren. Aber wie gesagt, Autolack oder so oder da bei der Waschanlage, das wo ja, nimmt er mit. Aber. Genau, ja. Wir probieren es aus. Schalten wir ein.